Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich war es soweit. Wir konnten in die Westalpen, lange drauf gewartet. Nun ging es endlich los. Wir haben uns einen Mercedes Sprinter geliehen, weil wir dachten, wir müssten vielleicht die Reifen schonen und sind so also 1200 Kilometer zu diesem Campingplatz Gran Bosco in Cybertron gefahren. Dieser Campingplatz liegt echt zentral und war der ideale Ausgangspunkt für die weiteren Touren. Und gleich drängelte auch ein wenig die Zeit, denn die Hard Alpi Tour, die Hut von Sanremo nach Sestiere, ging zu Ende und kam am Sonntag in Sestiere an. Dort hat Jens Cook, der YouTuber, sicherlich vielen bekannt, Marcel Driessen, Yamaha-Chef Deutschland und der Fabi, die haben daran teilgenommen. Und das wollten wir uns nicht nehmen lassen, dem eben die Ehre zuteil werden zu lassen, wenn sie die Rallye beenden und dort ankommen. Dass wir sie da halt begrüßen. Ist uns auch gelungen, war ein tolles Erlebnis, super Veranstaltung und so gut, dass wir uns echt überlegen, ob wir da nächstes Jahr nicht vielleicht sogar selber mitfahren. Montag ging es dann los und dann haben wir erstmal den Col de Finestre in Angriff genommen. Wie man hier auf den Bildern sehen kann, sind die ersten auch asphaltiert. Das ist der ideale Einstieg, um warm zu werden, denn wir haben schließlich 1200 Kilometer im Sprinter gesessen. Ja, musste jetzt erstmal wieder aufs Motorrad kommen und ein bisschen warm werden. Ich höre schon die ersten Stimmen, die sagen 21 km/h, 22, 23, 25, was wir da jetzt haben. 50. Spazierfahrt. Ja, ist korrekt, war eine Spazierfahrt. Die haben wir uns aber auch schwer vorgenommen. Denn zum Beispiel, unser letztes Ziel ist der Jaffero. Und auf dem Jaffero gilt es inzwischen, dass man nur am Mittwoch und am Samstag motorisiert da den Berg hoch hat. Denn im Gegensatz zu uns Deutschen machen die Italiener das so, dass sie einen Kompromiss suchen und wenn sich Fahrradfahrer und Spaziergänger dort beschweren, dass dort zu viele Motorräder durch die Gegend heizen und es waren ein paar Kandidaten dabei, die heizen, dann machen die das nicht so, dass die Strecke komplett gesperrt wird, sondern sondern machen es so, dass wir das ein bisschen aufsplitten und dann eben nur noch Mittwochs und Samstags die motorisierten Fahrzeugen das Befahren des Jafferos zum Beispiel erlauben. Und damit ist ein toller Kompromiss gefunden. Und wenn dann Fahrradfahrer und Spaziergänger ihre Ruhe haben wollen, nutzen die eben die anderen Tage. Jetzt gibt es natürlich einige, die trotzdem dort fahren und auch am Dienstag oder am Montag da hochfahren. Das finde ich nicht so gut, weil der Jaffero ist echt eine tolle Strecke, die man als Motorradfahrer oder als Endurist, wenn man sich so bezeichnen möchte, schon erlebt haben sollte. Und solange es die Möglichkeit gibt, sollte man das tun. Aber wenn die alle da rumheizen wie die Weltmeister, dann wird das natürlich irgendwann gänzlich gesperrt. So haben wir uns fest vorgenommen, uns an diese 30 km/h zu halten. Ja, das geht auch. Natürlich kannst du da auch mit 50, 60, mehr geht wohl nicht, da längs heizen. Aber du willst auch wissen, ob hinter der Kurve irgendwie ein Fahrzeug dir entgegenkommt, Auto, Bordfahrer oder ob da ein Radfahrer fährt, musst du also auch noch rechtzeitig bremsen können. Obendrein willst du auch noch ein bisschen was von dieser tollen Gegend sehen, auch wenn das in diesen Aufnahmen zu sehen ist, gerade nicht ging, weil es ein bisschen neblig ist, in dem Fall sind es Wolken, aber die verziehen sich gleich und dann kannst du auch schon eine Menge gucken.
hier an dieser Stelle nutze ich mal die Gelegenheit, um mich für die Kameraeinstellung zu entschuldigen. Es ist uns wieder nicht gelungen, die Kamera weit genug nach oben zu stellen. Sehr bedauerlich, als wir es dann gesehen haben, was geht. Der Enduro-Helm lässt es leider nicht zu, dass GoPro etwas weiter nach oben eingestellt wird. Bei Marvin auf der T700 ist es etwas besser. Bei mir sieht man leider viel zu viel vom Motorrad, viel zu wenig von der Gegend. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß und auch für die Tonqualität, mit der ich immer noch rumexperimentiere. Ich habe schon das dritte Mikrofon und das dritte Headset. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ein bisschen genießen.
Und dann ging es zur Strada del Asieta oder Col del Asieta. Das ist quasi die Verlängerung von dem Col di Finestre. Da wurde es dann schon ein bisschen spannender und sehr, sehr viel schöner vor allem.
Und dann war es soweit. Stau auf der Asieta. Bisschen eng, aber wenn das einer absichert, dann geht das. Oh, das geht, danke. 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 Nachdem wir gerade einen Stau hatten, einer sich ein Rad abgerissen und dann standen da 30 Autos daneben. Die sind da hinten irgendwo. Dann hat er das notdürftig geflickt und dann ist er ein Stück weiter gefahren. Hat aber leider nichts gebracht, ist dann sofort wieder abgerissen. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, wir mogeln uns an den Autos vorbei, obwohl wir das eigentlich nicht dort sollten. Aber Marvin ist dann bei mir hinterhergelaufen, weil ich schon noch ein bisschen breiter bin mit dem Moped. Und das ging dann. Jetzt sind wir durch. Ja, jetzt machen wir weiter. Ne? Schöne Gegend. Das sieht alles nicht so schön aus, so hoch aus, aber das ist gewaltig und da fahren wir auch noch hoch. Ja, und dann müssen wir uns auch so langsam sputen jetzt. Oder im Dunkeln nach Hause kommen. Suchst du die Toilette? Oh, guck mal, da oben ist ja ein Vorort, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da fahren wir gleich mal hin. Hier komme ich echt nicht über den Ansatz. Hier geht das mal so richtig so. Was, wie viel sind das? 400, 500 Meter? 600? So, Asieta, ganz oben. Geil. Ich weiß ja, man soll nicht drehen, aber ich mach's. Ich kann nicht widerstehen. So, Hunger? Jo. So, hier machen wir mal Mittag. Kann man machen, oder?
So, Salami, Thunfisch, Baguette und Besteck. Müsste passen. Ne?
Und dann kam der Monte Javaro. Monte Javaro war der Pass oder Berg, den ich unbedingt nochmal schaffen wollte. Und nun war es halt soweit. Ich hatte mich vor der Reise dazu entschlossen, den Karo 3 Street nochmal neu auf meine African Adventure Sport zu ziehen. Das erwies sich als sehr, sehr großen Fehler. Während also die Fachpresse den Karo 3 Street als 80-20 Reifen deklariert, also 80% Asphalt, 20% Schotter, diese 20%, die könnt ihr komplett vergessen. Ihr Vorderreifen Karo 3 Street taugt nicht die Wurst für losen Untergrund oder gar Schotter. Ich hatte große Probleme, die Kiste überhaupt in der Spur zu halten, weil er überhaupt keinen Seitenhalt bot. Bin dann natürlich auch dementsprechend da hochgeeiert. Nichts ahnt, dass die Abfahrt, natürlich weil das Vorderrad dann noch deutlich mehr belastet wird, noch um ein Vielfaches schwerer wird. Das heißt, die Auffahrt gestaltete sich noch als einigermaßen machbar, währenddessen die Abfahrt kaum noch zu handeln war mit dem Ding. Also ich würde es gerne nochmal machen, aber nie wieder mit Karo 3 Street.
Thank you.
Uhuhu.